Feldgeschirr mit Löchern. Beide Teller dieses Feldgeschirrs weisen Löcher auf. Vielleicht nicht mehr sehr nützlich, um noch etwas zu essen, aber scheinbar lebensrettend für einen Soldaten. Das Feldgeschirr wurde auf Nierenhöhe getragen. Als die Granate explodierte, hat das Feldgeschirr das kochend heiße Schrapnell gebremst und dem Soldaten das Leben gerettet. Das Feldgeschirr wurde mit Rauch geschwärzt, damit es in der Sonne nicht glänzt. Und damit die feindlichen Soldaten, die französischen Soldaten oder jegwillige Soldaten nicht sehen. Das ist ein Leichenberg. Da wird ein Toter begraben. Das Blutbad. Die ersten drei Monate des Krieges waren unvorstellbar blutig. Der 22. August 1914 gilt als der verlustreichste Tag des gesamten Konflikts. Auch die Zahl der Schwerverletzten überstieg bei weitem alles, womit die Generalstäbe gerechnet hätten. Das Sanitätswesen der damaligen Zeit, war mit einem Konflikt solchen Ausmaßes völlig überfordert. Die Krankenschwestern. Sie sind die Engel des Weltkrieges. Freiwillige, die vom Roten Kreuz oder den Armeen angeworben wurden. Ob an der Front oder in den Krankenhäusern des Hinterlandes. Sie waren Pflegepersonal. Mutter und Vertrauenspersonen in einem. Ihr Tagesablauf war körperlich und seelisch überaus belastend. Sie tauschen in den Erinnerungen vieler Soldaten. Sie tauchen in den Erinnerungen vieler Soldaten auf und für so manchen Sterbenden waren sie die letzte Begleitung. Nach dem Ende des Krieges wurden sie demobilisiert. Also es tut mir echt leid für mein übelst schlechtes Deutsch. Aber ich habe eigentlich immer andere Ausreden, deswegen sage ich jetzt einfach, ich kann kein Deutsch für Feierabend. Mir ist egal. So, jetzt holen wir hier die Flasche. Ja, damit bringen wir dem erstmal die Wasserflasche. Der gibt uns wahrscheinlich dafür, dass er so glücklich ist, dass er Flaschwasser hat, jetzt eine Krücke. Ja, Bugar. Oder auch nicht. Was soll ich denn jetzt mit diesem Schal hier eigentlich? Ja, ich versuche ja. Braucht keiner den Schal da hinten, der hat keine Hand mehr gehabt. Ich komme, mein Freund, halte durch. Oh, da liegt noch was. Brief eines preußischen Soldaten, 6. September 1914. Meine liebe Tochter, wir rücken zügig durch Frankreich vor. Die Landschaft ist wunderschön. Ich würde das lieber mit dir genießen, als hier Menschen zu töten. Ich denke die ganze Zeit an dich. Dein Vater, Wolfgang. Wolfgang. Logischerweise. Okay, ihr braucht ein Kreuz. Ich hab hier noch den Schal. Hast du auch ein WW? Okay. Helfen wir dir erstmal. Bisschen wie Gitter Hero, nur einfacher.
Wir nehmen mal alles mit, was hier rumliegt. Wo ist denn überhaupt unser Schal hin? Ein Läusekamm. In ihrer Aufzeichnung berichteten die Soldaten oft, dass sie den Krieg gegen die Läuse und Ratten in den Gräben verloren hätten. Abgesehen von Läusepulver war das einzige Mittel gegen Läuse dieser feine Metallkamm. Wenn Soldaten hinter die eigenen Linien zurückbeordert wurden, schrubbten sie sich mit heißem Wasser ab und kochten ihre Kleidung oder bekamen direkt eine neue Uniform. Ja, so ein Läusekamm ist immer gut. Jetzt hier eine Schippe, ist das vielleicht so ein... Das ist ja eigentlich schon so eine halbe Krücke. Aber das ist nur so ein Klappspaten, wie man früher hatte im Krieg. Aber es hilft. Okay. So, jetzt hat noch einer ein Wiewechen. Ich glaube, der im Graben bei den ganzen Leichen. Ja, da ist er. Oh, das ist ein Deutscher. Danke. Oh. Oh. Oh nein. Müssen wir es nochmal probieren? Ich war auch nie gut in Gitterhöhe. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Papa! Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Fliegeralarm. Das tödliche Gas war ihr zuvor gekommen. Ypern, eine Ruinenstadt. Die belgische Stadt Ypern war als Drehkreuz für Straßen, Eisenbahnen und Kanalschiffsverkehr von zentraler strategischer Bedeutung. Bereits 1914 wurde die Stadt zum Ziel heftiger Bombardements und 1915 folgte dann der Beschuss mit Giftgas durch die Deutschen. Am Ende des Krieges war die gesamte Innenstadt einschließlich der prachtvollen Kathedrale dem Erdboden gleichgemacht. Der technische Fortschritt. Der Beginn des 20. Jahrhunderts ist geprägt von einer rasanten technologischen Entwicklung. Das Ausmaß des Krieges und die industrialisierte Form der Kriegsführung brachten Neuerungen und nahezu allen Bereichen. Zunächst natürlich in der Militärtechnik, Flugzeuge, Unterseeboote, Zeppeline, Panzer. Aber auch die Medizin konnte bedeutende Fortschritte machen. Etwa auf dem Gebiet der rekonstruktiven Chirurgie, der Hygiene und der Radiologie. Nicht zuletzt dank der Arbeit von Marie Curie, die 1000 Röntgenaufnahmen von Verwundeten machte. Ja, Marie Curie kennt man ja, die Entdeckerin des Radiums, hoffe ich jetzt mal, dass ich das jetzt nicht falsch gesagt habe, die letztendlich
daran selbst starb, da noch keinem klar war, was der Kontakt, der Hautkontakt mit diesem Element. War das jetzt Radium? Ich glaube nicht, dass es Radium war. Ich glaube, das war hier, na, wie, komm, sag hier. Hier, komm. Atom und so. Ich bin einfach blöd. Alles klar. Okay, deine Mama. Alles klar, komm, dann gehen wir mal hier rein. Da ist noch so eine Giftgas-Dings. Da brauchst du noch irgendwas, um das Dings einzuwerfen. Eines schottischen Soldaten. 19. Ich glaube, das Wochenende war zu viel für mich. 19. April 1915. Lieber Freund, ich bin in Ypern in Belgien, einer kleinen Stadt, die vor dem Krieg sehr schön gewesen sein muss. Das Bier hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Allerdings würde ich jetzt lieber mit dir ein Ale runterspülen, alter Freund. In 2 Tagen bin ich an der Front. Pass auf dich auf und grüß meine Familie. John McCormack. Holzdeckel mit Schnur, ein gewöhnliches Spielzeug der Zeit. Während des Krieges wurden auch die Spielzeuge kriegerischer. Mit Brettspielen konnten die Kinder berühmten Schlachten nachspielen. Ha, Risiko! Während andere Objekte den Gegner schmähten. Nach dem Krieg wurden die Spiele und Spielzeuge wieder friedfertiger. Achso, Leute, es tut mir echt leid, Mann. Vielleicht halte ich einfach nur mein Maul, Alter. Und ihr könnt es ja da mal so selber lesen. Ich bin heute echt nicht. Heute und sonst auch nicht. Merci, madame. Oh, wie süß. Merci, madame. Das habe ich auch gern gemacht. Es war nicht Radium von Marie Curie. Ich bin nur gerade echt zu durch im Kopf, um zu wissen, wie das nochmal hieß, das hier mit Atombombe und so. Uran! Meine Güte, Uran! Oh, ein Minispiel. Oder brauche ich jetzt noch, nee, da brauche ich noch andere Zahnräder. Was sage ich dir so? Nicht anders. Da haben wir noch eins. Komm her, nimm das. Uah! Starkes Mädchen. Jemand anziehen. Nee, ich glaube, das ist auch irgendwie das Falsche. Ich glaub,
das muss fast hier dran. Das ist ja durch, weil ich so ein verspielter Dummbeutel bin. Ist das ja hier gerade nochmal, ist das ja irgendwie, als wäre das so gewollt gewesen. Hab ich die jetzt kaputt gemacht? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Bravo! Oh, magnifik. So, jetzt nochmal hier gucken. Nicht, dass wir hier irgendetwas übersehen haben. Ist ja wahrscheinlich da drüben. So, wir können jetzt hier runtergehen. Haben wir hier irgendwo noch Verwundete? Oh ja, mitten im Gas. Ich komme. Durchhalten, mein belgischer Freund. Landsmann in dem Sinne, wir sind ja die Anna. Oh, das Bein wieder einrenken. Das knackt dann so schön. Oh. Okay. Merci beaucoup. Zerbrochener Krückstock. Der Knauf ist alles, was von diesem Krückstock noch übrig ist. Der Stock wurde aufwendig geschnitzt und ist ein Andenken an die Gräben. Okay. Leider ist ein zerbrochener Krückstock für niemanden von Nutzen. Ach, echt? Ah ne, ich glaube, wir können hier raus, oder? So, was ist denn, wenn ich... Okay, das geht nicht. Ist da noch jemand drin? Oh! Mal kurz... Dusch! Ach, jetzt darf ich das nochmal alles machen? Schnappte! Dann kann man aber vielleicht jetzt hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas war. Muss ja einen Grund haben, warum er hier rüber kann. Oder auch nicht. Nun gut. Jetzt wird mich mal interessieren, ob mir das... Naja, wohl anders, da geht's ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Man muss ja das da dran machen. Das muss man da dran machen. Da dran machen, habe ich gesagt. Da dran. Da oben liegt das Zahnrädchen. Ich meine, die Rätsel sind ja alle jetzt nicht so schwer bis jetzt. Also das ist ja immer so das Naheliegendste, was hier zu machen ist. Und dass dieser Mann nicht tot ist, wundert mich. Gosch hat er gesagt. Hat sie gesagt. Merci beaucoup.
gibt aber auch gar nichts mehr, was man so einsammeln könnte. Ne, hier auch nicht. Da in dem Schrank ist ja nichts drin, wie wir wissen. Hier hustet noch irgendeiner ganz laut. Aber ich finde, besagt. Ach, die ist hier draußen, okay, ja. Oder meine Hose. Ja, da ist das Giftgas. Da wollen wir lieber nicht hin. So, eine süße Kleine. Weil da hinten muss ja auch noch irgendwas sein. Nee, da braucht mich ja gerade keiner. Ja, doch.